willkommen zu dieser etwas außergewöhnlichen Stunde. Ich hoffe, dass das hier einigermaßen funktioniert, ist auch Neuland für mich, aber ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. In diesen Zeiten ist es wichtig, dass wir zu Hause Zeit mit Gott verbringen lernen, gerade dann, wenn wir uns nicht in der Gemeinde mit anderen versammeln können. Deswegen empfehle ich euch heute zum Beispiel, dass ihr euch das Buch Sprüche vornehmt. Das Buch Sprüche hat 31 Kapitel, eignet sich also ganz hervorragend, dass man jeden Tag ein Kapitel liest. Ich habe das ganz oft schon gemacht und ich merke, jedes Mal, wenn ich es neu durchlese, fallen mir Sachen auf, die mir vorher nicht aufgefallen sind. Deswegen der Tipp, lest euch doch das Buch Sprüche in diesem Monat durch. Warum ist das gerade so passend? Weil viele Menschen jetzt gerade Angst haben, und das Buch der Sprüche sich auch mit dem Thema Angst beschäftigt. Viel besser, es beschäftigt sich mit dem Thema Furcht. Und wovor fürchten sich Leute zu wenig? Das ist Gott. Deswegen möchte ich jetzt ein paar Sachen mal zum Thema Gottesfurcht sagen und warum es so wichtig ist, dass wir Gottesfurcht haben. Das Buch der Sprüche ist ja ein poetisches Buch. Es ist ein Buch mit Sprichwörtern, kein Buch mit Naturgesetzen, wie manche denken, sondern ein Buch, das aus göttlicher Perspektive Dinge beschreibt, die der König Salomo und andere Schreiber im Leben beobachtet haben und die sich oft wiederholen. Dinge, die Gott möchte, dass wir sie kennen und wissen. Warum ist Gottesfurcht wichtig? Ich nenne euch einfach mal ein paar Gründe, warum ich das wichtig finde oder warum Gottesfurcht wichtig ist. Als allererstes müssen wir sagen, dass unsere Zeit auf dieser Erde begrenzt ist. Wer Gott nicht fürchtet, hat dann ein Riesenproblem, wenn er Gott in seinem Leben völlig ignoriert. Ich möchte damit anfangen mit einem Vers aus Hebräer 9, Vers 27. Da steht, und so gewiss es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Jeder Mensch stirbt einmal. Wenn nicht an Corona, dann irgendan etwas anderem. Und danach kommt das Gericht. Als etwas Ähnliches finden wir in Offenbarung 20, wo Menschen vor Gott stehen und Gott sie richtet. An einer anderen Stelle, in Matthäus 16, Vers 26, und das wird auch in Markus 8, 36 und Lukas 9, 25 wiederholt, da lesen wir, denn was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben verliert? Oder was kann der Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Die Antwort ist nichts. Gott zu fürchten bewahrt das Leben, sowohl im Hier als auch im Jenseits oder fürs Jenseits. Ein anderer Punkt, der mir wichtig erscheint, ist, dass Gottesfurcht zeigt, dass ich verstanden habe, dass mein Leben nicht von mir alleine abhängt. Eine gute Bibelstelle dazu steht in Jakobus 4, Vers 15. Ich lese ab Vers 13. Nun also, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt gehen und dort ein Jahr zubringen und Handel treiben und Gewinn machen, die ihr nicht wisst, wie es morgen um euer Leben stehen wird. Denn ihr seid ein Dampf, der eine kleine Zeit sichtbar ist und dann verschwindet. Statt dass ihr sagt, wenn der Herr will, werden wir sowohl leben, als auch dieses oder jenes tun. Ihr merkt, der weise Christ weiß sich abhängig von Gott. Und er plant auf jeden Fall, aber er plant in dem Bewusstsein, mein Leben hängt von Gott ab und ich kann nicht einfach über meine Zeit verfügen. Gottesfurcht bewahrt auch vor törichtem Verhalten. Das findet ihr im Buch der Sprüche sehr, sehr oft. Da werden verschiedenste Situationen beschrieben, in denen Menschen, die nicht auf weise Gedanken hören, in Torheit verfallen. Zum Beispiel wird da beschrieben, wie Leute dem Alkohol verfallen sind, ihn missbrauchen und was für negative Konsequenzen es hat. Da wird gezeigt, wie jemand moralisch verfällt, wie jemand moralische Kompromisse eingeht und das total schädlich ist für ihn selber und für die Beteiligten. Da wird beschrieben, wie Leute unweise Bindungen eingehen und dadurch selber zu Schaden kommen. Ich möchte aber noch einen anderen wichtigen Aspekt nennen. Und zwar als Kind Gottes darf ich, wenn ich Gott fürchte, vor anderen Dingen und Zwängen angstfrei sein.
Ein super Vers dazu finden wir in Sprüche 29. Da steht in Vers 25, Menschenfurcht stellt eine Falle. Wer aber auf den Herrn vertraut, ist in Sicherheit. Viele suchen das Angesicht eines Herrschers, doch von dem Herrn kommt das Recht eines Mannes. Früher habe ich diesen Vers immer so gelesen, als wenn er mir Druck macht. Was bist du bloß für einer, der sich vor Menschen fürchte? Du bist nicht fromm genug. Aber das sagt der Vers gar nicht aus. Dieser Vers sagt einfach nur, dass Menschenfurcht uns eine Falle stellt. Und dass man in Sicherheit ist, wenn man auf den Herrn vertraut. Und das ist es, was ich lernen möchte. Ich möchte lernen, auf den Herrn zu vertrauen. Denn bei dem Herrn ist man in Sicherheit. Das steht auch in dem Vers 26 im zweiten Teil. Doch von dem Herrn kommt das Recht eines Mannes. In Hebräer 13, Vers 6 steht etwas, was auch in Psalm 56, Vers 12 und in Psalm 118, Vers 6 so ähnlich steht. Da wird von Gott gesagt, Gott hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen, sodass wir, die wir an Jesus Christus glauben, zuversichtlich sagen können, der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten. Was soll mir ein Mensch tun? Das ist doch super, oder? Und zum Schluss möchte ich noch betonen, dass Jesus Christus selber die Weisheit in Person ist. Wenn ihr heute Morgen den Impuls von Wolfgang gehört habt, dann habt ihr gehört, wie wichtig es ist, Jesus zu kennen. Und zwar wirklich zu kennen. Kolosser 2, Vers 3, da sagt Paulus, dass in Christus alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Wer mit Jesus Christus lebt, der lebt weise. Wer Jesus Christus kennenlernt und als Gläubiger immer besser kennenlernt, dem hilft Jesus Christus, göttlich weise Entscheidungen zu treffen. Und das gerade in einer Zeit, wo so viele Leute keine Ahnung haben, wie es weitergeht, wo so viele Menschen sich Sorgen machen und Nöte haben. Und ich weiß, auch in unserer Gemeinde sind einige Leute, die jetzt beruflich Sorgen und Nöte haben, die nicht wissen, wie es weitergeht, die keine Ahnung haben, ob sie ihren Beruf noch lange ausüben können oder nicht. Und diese Sorgen sind natürlich berechtigt. Und wir als Gläubige wollen füreinander beten und wollen in dem Fall Gott suchen und Gott um Hilfe bitten und darauf vertrauen, dass unser Leben in seiner Hand ist. Der allergrößte Unterschied, mit dem fängt Gottesfurcht überhaupt an und mit dem fängt Weisheit auch an, ist, dass man versteht, es gibt einen Schöpfer und dann gibt es Geschöpfe. Und wir gehören zu den Geschöpfen, wir sind nicht der Schöpfer. Dieser Unterschied ist enorm wichtig. Und wir dürfen wissen, der Schöpfer hat alles in seiner Hand. Und wenn wir an Jesus glauben, dann sind wir in seiner Hand geborgen. Und er, der himmlische Vater, hat uns lieb und kümmert sich um uns. Und jetzt ermutige ich euch, dass ihr einfach das Buch Sprüche aufschlagt. Ich habe hier einen Scan gemacht von meiner Bibel. In meiner stillen Zeit lese ich die Schlachterübersetzung. Und ihr könnt mal hier reinschauen. Da ist der Salomo, ein weiser, mittlerweile älterer Mann, der auch selber viele negative Erfahrungen gemacht hat. Und er schreibt da, dies sind Sprüche Salomos, des Sohnes David, des Königs von Israel, die dazu dienen, dass man Weisheit und Unterweisung erkenne und verständige Reden verstehe. Dass man Unterweisung empfange, die einsichtig macht, Gerechtigkeit, Recht und Aufrichtigkeit, damit den Unverständigen Klugheit verliehen werde, den jungen Männern Erkenntnis und Besonnenheit. Wer weise ist, hört darauf und vermehrt seine Kenntnisse. Und wer verständig ist, eignet sich weise Lebensführung an, damit er den Spruch und die bildliche Rede verstehe und die Worte der Weisen und ihre Rätsel. Und dann kommt ein Schlüsselvers, Vers 7. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Nur Toren verachten Weisheit und Zucht. Dieser Ausdruck, die Furcht des Herrn oder den Herrn fürchten, kommt sehr oft im Buch Sprüche vor. Die kleine Hausaufgabe ist die, oder wenn ihr Lust habt, mal nachzuschauen, wie oft kommt das vor und jeweils in welchem Zusammenhang. Das lohnt sich sehr, das mal nachzugucken. Und guckt, in Vers 8 geht's weiter. Da sagt der Salomo, höre, mein Sohn, auf die Unterweisung deines Vaters und verwirf nicht die Lehre deiner Mutter.
denn sie sind ein schöner Kranz für dein Haupt und ein Schmuck um deinen Hals. Wir sehen hier, der Salomo, der lernt und seine Frau lernen von Gott und geben es weiter an ihre Kinder. Das ist eine gesunde Reihenfolge. Und es alles fängt an damit, dass man Gott fürchtet. Wir sehen auch, dass wir viele Sachen nicht verstehen. Aber das sind die, die hier angesprochen sind im Buch Sprüche, die Unverständigen, die einfach Fragen haben, die vieles nicht verstehen. Und guck, die Weisheit steht hier in Vers 20, die ruft draußen laut, öffentlich lässt sie ihre Stimme hören. Auf den Plätzen, im ärgsten Straßenlärm schreit sie, an den Pforten der Stadttore hält sie ihre Reden. Wie lange wollt ihr Unverständigen den Unverstand lieben und ihr Spötter Lust am Spotten haben und ihr Toren Erkenntnis hassen? Kehrt um zu meiner Zurechtweisung, siehe, ich will euch meinen Geist hervorströmen lassen. Ich will euch meine Worte verkünden. Und dann sieht man, dass doch Leute da sind, die Gottes Weisheit ablehnen, die der Weisheit eine kalte Schulter zeigen. Dazu wollen wir nicht gehören. In Vers 33 steht ganz positiv, deswegen in meiner Bibel grün markiert, wer auf mich hört, der wird sicher wohnen. Er kann ohne Sorge sein und muss kein Unheil fürchten. Deswegen möchte ich euch mit diesem kurzen Beitrag ermutigen, lest Gottes Wort in eurer Freizeit. Nehmt euch eine Bibel, nehmt euch von mir aus eine Bibel mit Schreibrand, nehmt euch Buntstifte und lest in Gottes Wort. Markiert euch, was euch an Gott auffällt. Ich markiere mir das immer gelb, wenn Gott Zusagen macht. Markiert euch, wie Leute sich positiv verhalten, mit grün von mir aus, mit einer anderen Farbe, wenn sich Leute negativ verhalten. Guckt mal, ob im Bibeltext steht, warum man sich verhält, wie man sich verhält. Beobachtet im Bibeltext, was Leute wollen oder was sie nicht wollen und warum sie es wollen und warum sie es nicht wollen. Und dann schaut, was Gott den Lesern mitteilt, wie das Leben ausgeht von Leuten, die Gottesfurcht haben und wie das Leben ausgeht von Leuten, die keine Gottesfurcht haben. Schaut euch an im Buch der Sprüche, wie Gott Menschen beschreibt, die in Not kommen, aber vorher Gott nicht gefürchtet haben. Und wie das Leben von Leuten aussieht, die in Not sind, aber die Gott fürchten. Ich hoffe, dass dieser kleine Impuls euch gut getan hat und euch ermutigt, die Bibel zu lesen. Und würde mich natürlich total freuen, wenn ihr eine Rückmeldung gebt, ob ihr Sachen entdeckt habt im Buch der Sprüche, die euch ermutigt haben, mit Gott zu leben. Bis dann, macht's gut.